würde gerne mal wissen, ob die noch mehr. Okay. Ah ja, mehr tot höchstens. Oh, super. Hat sich sogar gelohnt, die Aktion. Glaube ich, machen wir den Markt als nächstes. Wir probieren es nochmal. Jetzt haben wir hier eine Veteranin dabei. Da sieht nämlich die Sache schon deutlich anders aus. Ich wollte gerade fragen, wo ich das Öl habe, aber das habe ich ja gefunden. Oh, grenzt mal kurz hier rum, ob hier noch was ist. Das sieht nicht so aus. Bleib mal lieber. Komm, den locken wir woanders hin. Oder die ist eine Frau, oder? Nö, es ist ein Kerl. Klang wie eine Frau gerade. Attention. Building completed. Our soldiers are in trouble. As long as you pay me. Dass die Forschung immer so lange dauert, ist nervig. Ich brauche wirklich ganz, ganz dringend langsam den Markt. Dann kann ich meine Siedlung so rundum aufbauen, glaube ich. Wird nicht schön, aber sie wird funktionieren. So wie immer. Geht es mir weniger um Schönheit als mehr um Funktionalität. Wer andere Let's Plays von mir kennt, weiß es und ich kann den Markt ja noch gar nicht einsetzen. Ich will ja nicht weiter vorrücken. Oh, ist das viel Stein. Könnte sich später sogar was anderes lohnen. Der macht das echt gut. Ich will die Stadt weg haben. Auch wenn es gefährlich ist. Wahrscheinlich. Wenn ich anfange mit denen rumzuschießen, ist das nicht gut. Ach ja, Nahrung. Just give me something to shoot. Yeah. Immer reicher als von dem Ding, das ist mir irgendwie lieber. Naja, komm. Das finde ich hier nicht lustig. Ich als erstmal. Denkt wahrscheinlich gerade, oh ja, den zeige ich. Hey, wann ist denn das beschädigt worden? Ist das der Flächenschaden, den die Balliste macht? War natürlich super. Einfach mal so nebenbei mit zerstört. Sollte dann reichen. Dann kann ich mir auch den Markt endlich bauen. Ist lustig, dass die Balliste dann, der Ballistenschuss dann einfach verschwindet. Falsch erwischt, aber okay. Läuft noch. Ah, wie ärgerlich. Wo kann ich hier noch was hinbauen?
14 ist besser. Ich dachte, er hat gerade keinen Bock mehr zu schießen, hat aber dann doch gemacht. So. Erwarte Kulos, keine Pause, denn unter John C. Coxworth wirst du laufen, laufen und laufen. Scharfschütze, Laufgeschwindigkeit. Oh, das ist ja auch interessant. Velaras Energie wird kein Problem sein. Wow. Minus 10% Energie. Das ist gekauft. Sämtliche Gebäude brauchen 10% weniger Energie, also. Was das an Kosten spart. Ich brauche viel weniger Mühlen. Units under attack. Oh, man merkt, es zieht an. Orders, sir. Come on. Mindestens 10% Energiekosten, das kann sich echt sehen lassen. Das merkt man vor allem auf lange Sicht extrem. Denke ich zumindest. Habe ich vorher schon drei gebraucht? Ach, keine Ahnung, wahrscheinlich merkt man es nur an großen Gebäuden. Wie gesagt, das größte Tier. Ja, das ist ein viel stärkeres Tier gewesen. Frage ist, kriege ich dann hier irgendwo. Hier kriege ich wahrscheinlich noch was hin dann. Ich muss jetzt auch langsam anfangen, über Rundfunk zuzumachen. Gerade weil ich hinten so viel Stress mache, sollte ich da auf jeden Fall eine Balliste hinsetzen. Oh, da habe ich. Das ist das Problem, wenn man nicht aufpasst. Oh, da sind aber echt viele. Kommt aber relativ überraschend, wenn ich ehrlich bin. Oh, die haben. Nach einer gewissen Zeit scheint es echt problematisch zu sein, zu viel von denen da oben rumzulaufen. Wann hat man es ja angefangen? Ja, mit einmal kommen jetzt deutlich mehr, habe ich das Gefühl. Das heißt, hier unten werden auch mehr kommen. Merken wir uns, Tag 17 wird kritisch. Vielleicht hängt es aber auch nur damit zusammen, dass ich so mega. Schwabbel weg. Oh, mit Bogenschützen den Schwabbel getötet. So many targets, gotta love it. Gibt's ja noch mehr Probleme hier oben. Ja, das ist ein Problem.
Okay, nochmal Retouch. The colony is under attack. Die Stadt ist ein Problem für mich. Our buildings are being attacked. Aber nicht lange nachher die Balliste. Our soldiers are in trouble. Was hält sie noch aus? You again. What do you want now? Sind sie eigentlich auf? What? I hope it's not. Units under attack. Our forces are in danger. I need to kill something. Who do you want me to punish? Der hat ihn jetzt umgebracht, na super. They are trying to break into the buildings. I need to explode this car. Our colonists are coming to the infection. Das war's. Bullseye. Our soldiers are in trouble. Die brennen sie mich. Garantiert. Ah, ich hätte es mir denken können. Our colony is under attack. Dozens of infected are near the colony. Schade. So stimmt, das eigentlich noch gar nicht aus. Merken wir uns, ab Tag 15 soll ich vorbereitet sein. Ja, ja. Ab Tag 15 geht's los. Ja, ja. Aber ich muss sagen, es war bisher nicht so schlimm, wie ich erwartet habe. Komm, hol die auch noch rein. Genau. Fangt ein neues Leben an, ihr beiden. Die können dann irgendwo anders eine neue Siedlung errichten, das sind jetzt die Überleben. Die beiden Damen hier schaffen das. Die sind schwanger, das habt ihr noch nicht gesehen. Wir müssen die ganze Welt dann wieder kolonisieren. Schade, die zweite Bürgermeisterin hat mir echt gut gefallen. Aber das war 5-8 Tage, ja klar. Okay, so ab 15, Tag 15 kommen mehr. Das sind tatsächlich wichtige Informationen, die man braucht. Weil sonst ist es ja so, dass es früher war, dass es ab Tag 18 so richtig losging mit diesen Störwellen. Das geht hier schon eher los. Aber ich habe schon, man hat deutlich gemerkt, dass die Leute aggressiver sind. Das ist auch sehr toll. Ja, wirklich, ist wirklich toll. Da muss ich mir jetzt auch keine Gedanken machen, dass ich hier vielleicht wieder noch ein Farmland kaputt mache. Notfallstrecke. Also wenn ich den repariere... Sorry, Stimme. Wenn ich den repariere, dann... Habe ich gleich am Anfang Havarie. Boah, wie ich hier verwöhnt werde. Okay. You are gonna pay me for this, right? Roger that. You call that. Noch einer. This better be good. Yeah. Gotcha. Es gibt hier echt haufenweise Öl. Wenn wir dann irgendwann dazu kommen, das zu nutzen, könnte das echt interessant werden. Great. Und dann noch mehr Stein. Ich kann hier wunderbar meine Stadt ausbauen später. What's up? Any infected around? Okay. Any orders? Oh, more orders. Ja, mehr Anweisung. It could be worse. Great. A new task. Yes. You again. Okay. This better be good. Do you need me? Das hier verteidigst. Oh, more orders. Hier das verteidigen. Great.
So einfach sieht's aus. Hier kann ich wunderbar Häuser bauen. Könnte sogar eine Kaserne gleich am Anfang bauen. Hm, 15. Fisch kann ich mir doch holen, oder? 12. 12. Krieg ich eh bloß eins hin. Commander? Alright. Auf jeden Fall. Da ist noch ein bisschen Schutz. Ich brauche auf jeden Fall schnell eine Kaserne. Schneller geht's wirklich nicht. Noch am ersten Tag. Ich glaube, schneller werde ich das nie hinkriegen. Und wohlgemerkt, die Dinger könnten wirklich noch nützlich sein. Gebe ich ehrlich zu. Die könnten wirklich noch nützlich sein. Building completed. Attention. Building completed. So, jetzt kriegen wir auf jeden Fall so nur Rohstoffe erstmal. Building completed. Knock knock. Who's there? A colony. A colony who needs a mayor. Also gleich mehr Nahrung. Dann lohnt sich auch Jagdhütten an solchen Positionen hier. Attention. Building completed. Wieder? Sonst lohnt es sich weniger. Okay, 11 hätte sich auch noch gelohnt. Ah, dann kriegt man wirklich an jedem Stück da ordentlich was. Ich muss mir echt überlegen, ob ich so ein Ding mal repariere. Das könnte echt gefährlich werden. Das haben wir einfach nur, damit wir hier noch jemanden hinstellen können. Ich brauche auf jeden Fall erstmal Energie als nächstes. Attention. Building completed. Attention. Building completed. Weil kann ich gar nichts machen. Ich sag, wenn hier noch jemand steht, kann ich ihn auch hier erstellen. Any orders? On your orders. Let's go. All right. Geh mal dahin. So. Oh, als nächstes die Technologie der Farm. Dahin. Sie bleibt dann hier stehen. Ich habe sie tatsächlich lieber rumstehen, als dass sie patrouillieren. Denn dann laufe ich nicht Gefahr, dass die hier abgelenkt sind und während auf der anderen Seite einer vorbeiläuft. Und das kann halt echt gemein sein. Das sind wahrscheinlich jetzt auch Gegner. Am Anfang hätte ich es garantiert direkt abreißen können. Die nächste, die kommt, darf man hier hinten dann rumspicken ein bisschen. Wüsste ich nämlich gerne, wie es da weitergeht. So, wir brauchen Essen. Egal ob vegan oder nicht.
In so einer Situation kann man sich's wahrscheinlich nicht mehr aussuchen. My bow and arrows are gonna pay me for this, right? Do you need me? At your service. Sorry, bin ich ans Mikro gekommen. Yes, tell me. But be quick. Tell me. For the colony! Attention. Building for ein Stück vor. Da ist eine, ach ja, da war ja die Stadt. Is everything okay? Ich könnte hier so einen ganzen Areal für mich beanspruchen. Naja, ein bisschen mehr Holz brauchen wir. Ach, da habe ich jetzt ziemlich bescheuert platziert, wenn ich ehrlich bin. Naja. Mein Freund spielt Star Wars, das ist faszinierend. Ja, krieg ich hinten links nochmal eine Holzfalle wieder hin. Ready and wait. Commander? Man kann sagen, was er will, er kommt nicht gegen die Gegner, klar. Our forces are in danger. You. Okay. Lockt alle hier runter. Attention. Building completed. Erwischt. What? Gotcha. Immer noch Holz. Noch 6, das ist. Kann ich eigentlich pushen? Oh ja, das geht. Dann will ich lieber da hinbauen. Hier hinten. Ich glaube, ich hole mir das gleich hier hinten. Ready and wait. Let's go. Ein bisschen Platz zwischen sie bringen, dann wird das. Ach, so weit er mehr Angriff hat, brauchen wir noch zwei Schuss für die. Okay, wir brauchen jetzt auf jeden Fall die Schweinerei. Die würde ich dann gerne hier bauen, wenn ich ehrlich bin. Schlafenetz ist halt echt schlecht. Ich glaube, das liegt an dieser Hitze. Ich habe vor, also beim letzten Arbeitstag jetzt, vom Wochenende, habe ich tatsächlich verschlafen. Das passiert relativ selten, dass ich verschlafe. Die Schlafqualität ist einfach viel zu schlecht, glaube ich. Und dann kann man hier auch weitermachen. A new task. So, das sind nur Sicherheitshalber. Das schafft er. Das Schöne an Soldaten ist, die halten schon ein bisschen was aus. Ich meine, das vorhin, das waren 8 oder 9 relativ starke, klar, da geht jeder in die Knie. Da geht jeder Einheit irgendwann ein. Okay, Lucifer jetzt so fertig gemacht. Da hätte sogar ein Thanatos sterben können. Weil es einfach, wenn es zu viele werden, hast du einfach keine Chance mehr. Ach ja, ich wollte dieses Gebiet hier nicht machen. Auf lange Sicht einfach effektiver, von daher. Commander? Okay, weitermachen. Wir müssen das Gebiet hier räumen. Ich will das Holz. Ist eigentlich so ein Springpass?
Oh ja. Ich weiß schon, wo ich das hinstelle. Ich will das Holz aber nur, wenn es sicher ist. Kriegst du bloß eine Münze? Mehr gibt's nicht. An Jägern könnte ich doppelt bezahlen, das wäre gar kein Problem, aber... Nein, danke. Warum mehr bezahlen, wenn man auch günstiger haben kann? Ja, ich bin wieder. Oder ich, wenn ich so recht überlege, soll ich mir das Holz hier hinten holen? Nicht so nah an der Stadt, was an und für sich gesünder ist. Ein relativ abgeschirmtes Gebiet vor allem. Ist doch viel cleverer. Schaut mal. Hilf. Guck mal noch Fisch raus. Das ist wirklich ein Wüstengebiet hier. Allerdings in diesen kleinen Seen gibt es da eigentlich immer Fische? Also wirklich immer, die setzen ja wirklich immer voraus, dass es Fische gibt sie überall. Oder was auch immer sie da fischen. Seeigel. Oder so ähnlich. Oh, wir sind schon am Tag 5. Ja, zurück. Jetzt geht's aufwärts. Die Farmen sind unglaublich wichtig. Ah, jetzt geht's erwischt. Zwar nur angeknabbert, zärtlich, aber er hätte erwischt. Sieht hier auch was aus? Ein bisschen wenig. 12. Das war auch gefährlich. Oh, ich wollte gerade sagen, was ist das, aber es war bloß eine Krähe. Glück gehabt. Alles gar kein Problem. So, jetzt kann man ja auch mal anfangen. Richtig. Ach ne, was haben wir noch nicht? Richtig zu wüten, würde ich sagen. Oh, jetzt gehen auch langsam die Arbeit aus. Wird also wirklich Zeit. Building completed. Attention. Building completed. Ach ja, liebe Energie. Oder sagen wir besser. Böse Energie. Technology research finished. Ah, die Bürgermeister war so toll. 10% weniger Energie kostet. Aber ich glaube, das hätte sich wirklich nur bei den wirklich großen Gebäuden rentiert, weil irgendwie hat das. Hier überall, warte mal, kosten eh ein. Die Energiekosten, die... Steht gar nicht da. Ach doch, doch, Energie 3. Hat sich bei denen gar nicht rentiert, das ist aber schade. Man muss wahrscheinlich mindestens 10 an Energie haben. Kosten, weil sonst hat es sich dezimiert. Stein haben wir hier in Massen. Was kostet das eigentlich zu reparieren? Wo habe ich das Eisen her? Ich habe keine Ahnung. Ah, ich glaube, ich habe gefunden. You again? Are you sure? Building complete. Yes, tell me. But be quick. Gotcha. Das wäre auch ein super Platz hier für
Eine Mine. Ein Steinbruch. Oh, das ist voll blöd, dass ich da nicht reinkomme. What? Units under attack. You are gonna pay me for this, right? Oh ja, hab ich verstanden. Attention. Building completed. Oh, super. You again? Yeah. Oh ja, da kommt was Stärkeres. This better be good. Komm mal hier runter. Okay. Are you sure? Ja, anscheinend je stärker die sind, umso mehr werden die angelockt, habe ich das Gefühl. Der Marktplatz bringt uns noch nicht viel. Aber die Zeit will auch kommen. Ach, die kommen aus der Stadt, schätze ich mal. Du gehst dahin. Du gehst dahin. Das scheint mir klüger. Ah, fangen an, die Leute, die anzulocken auf jeden Fall. Die kann ich dann auch später super Stein rausziehen. 4, 6. Geht dann auch noch mal. Das Ding reparieren. Holen auf. Attention. Building completed. Marktplatz brauche ich dann natürlich auch wieder eine Menge Stein, die wir nicht haben. Attention. Building completed. What? Bleib mal stehen. Das hier läuft eigentlich ganz gut so. Building completed. Attention. Building completed. You are gonna pay me for this, right? Ich würde gerne den ersten Angriff noch mitmachen. This better be good. Ich glaube, ich kann dem Ding dann nicht widerstehen später. Gut sein, dass ich das unbedingt reparieren will. Es geht dann auch wieder die Zeit aus. Beziehungsweise werde ich noch den einen Angriff machen und dann ist gut. Das explosive Fass reizt mich. What do you want now? Yeah. Geh mal da runter. Will das haben. Attention. Building completed. Bis zum nächsten Angriff werde ich auf jeden Fall noch genug Geld sammeln. Ich hoffe, ich kann hier oben dann noch irgendwas bauen, wenigstens. Tell me. Ja, im Zweifelsfall kann ich da was hinbauen. Commander? Gehen wir mal hoch. Um den Weg ein bisschen zu verlängern. For the humans! Our soldiers are in trouble. Ja.
glaube, ich lock sie gleich mal weg. Of course, my commander. Great idea. Units under attack. All right. Come on. Attack! Our forces are in danger. Attention. Technology research finished. All right. Das ist echt keine clevere Idee, hier rumzuballern so in dieser Situation. Understood. Let's go. Our soldiers are in trouble. Ich kann aber gerade nicht anders helfen. All the way. Ach, da ist ein Stein. Units under attack. Müssen wir jetzt loswerden? Great idea, sir. Wir haben genug den Markt, würde ich sagen. Okay, ich kann dann sogar zwei bauen, wenn sie jetzt im Westen kommen sollte, der Angriff. Geh mal hier dahinter. Das ist guter Schutz, ehrlich gesagt. Aber ehrlich gesagt, wo bleibt der Angriff? Also ich will es jetzt nicht wirklich herausfordern, aber ich würde jetzt schon gerne wissen, wo der bleibt. Komm schon, ich will wissen, wann der Angriff kommt. Süden. They are approaching from the south. Sind allerdings auch hier rüberkommen dann. Our forces are in danger. You again. Order, sir. Das ist ja bald Veteranen. Also wie gesagt, den Angriff wollte ich jetzt noch unbedingt mitnehmen in dieser Aufnahme. Da ich eh noch ein paar Mal brauchen werde für diese Mission, das weiß ich. Ich kann euch nicht genau sagen, ob es wirklich hier lang geht. Ich könnte mir auch echt gut vorstellen, dass sie hier lang wollen. Ich kann nicht aus meiner Haut, sorry Leute. Wir wissen, was passiert. Oh, hier habe ich, wenn ich das dahin baue, kriege ich ein bisschen Bauchschmerzen, weil ich wieder Schiss habe, dass er direkt auf die Taverne schießt. Könnte aber passieren. Ich warte mal noch, bis der Angriff vorbei ist, wenigstens. Das Ding hat absolut keine Sichtweite, warum nicht? Ah, okay.
Ah, okay. Die muss ich mir einfach geben, die Verteidigung. Nicht so genau, wo die jetzt lang gehen. Ich meine, das kostet mich gerade echt unglaublich viel Geriet. Das ist geil, jetzt schon einen zu haben. Sie kommen hier. Da spare ich mir nämlich auf die Balliste. Die erwischt auf jeden Fall viel, viel mehr als die Balliste, muss ich sagen. Also das ist wirklich ein todbringendes Instrument hier in der Umgebung. Auf jeden Fall mein Gebiet erweitern. So. Aber ich würde trotzdem sagen, das war Let's Play Zerbillions für heute. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Ich sage ciao mit Wichtlein Thema. Das ist voll cool. Das hier ist auch ziemlich gut geschützt, wenn ich ehrlich bin. Wir mögen jetzt hier mega drauf einstürmen. Aber ich glaube, das Ding wird es trotzdem packen. Sie müssen glauben, Smithers. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao mit Wichtlein TV. Bye, Leute.